Fallen Ghosts ist in der dritten Folge. Mal schauen, was wir heute schaffen. Mit mir ist wieder der Toprak. Habt ihr gerade eben schon gehört. Guten Abend. Ja. Ja, und ich bin euer Horror 128. Starten wir mal den Dünnschiss hier. Oh, wir haben Spiel-Countdown, das ist ja auch interessant. Ja, das hatten wir gestern Muss ich gerade schon. mit Host? Ja, ich nicht. Ich musste mich gestern nicht mit dem Host synchronisieren. Weste. Ich hatte doch jetzt den Countdown aber auch als Hoster ich. Habe ich gestern nicht drauf geachtet. Genau, Oder ich war schon im Spiel vielleicht. Und bist du dann mal getreten? Nein, eigentlich nicht. nee, auch Ach, frag nicht. mich nicht, ich weiß es Ich nicht. hab dich auch Ist nicht gefragt. egal. Hör auf mich zu fragen, ich weiß das nicht. Muss ich mal kurz gucken, ob der, weil ich habe jetzt die ganze Zeit gehostet. Ja. Jetzt, alles klar, jetzt ist das auch so. Auf meinem Kanal lief ja die ganze Zeit irgendwelches Gesuppe. Nee, es lief die vom Isaac Fuck Off. Lief. Ja, ich habe mich belehren lassen. Es heißt Klang nicht Fuck Off, es ist tatsächlich ein Wortspiel. Heißt einfach Fuck off. Ja, auf Isaac von Dead Space, Hauptprotagonist. Und das, weil man ja nicht Ja. Fuck Off schreiben kann, weil das ja wegzensiert wird, hat er das ein bisschen Ja. anders geschrieben und es das heißt tatsächlich, also er möchte uns damit sagen, Isaac, fuck off. Und ja. Weil Isaac scheiße ist. Okay. Nee, wieso Isaac scheiße ist? Hä? Nee, er mag Isaac. Fuck off geht an alle anderen. Ah, das ist natürlich auch sehr, muss man auch erstmal wissen. Ja, und Na gut, als Fuck of Isaac wäre es natürlich auch Der spielt weniger. nämlich gerade mit Novo zusammen die Master Chief Collection, der erste Teil, oder sie sind ja schon beim zweiten Teil möglich. Möglich. Jo, ist recht witzig. Kann man sich Achso. übrigens auch angucken. Wir haben jetzt einen Zuschauer. Also man kann auch in unser Team gehen jetzt. Unterm Stream rechts ist der Team-Button. Darauf kann man gehen und dann sieht man, wer von unserem Team gerade live streamt. Und das bin ja nicht nur ich. Das ist der Novo und der Isaac Fuck Off. Also. Wer keine Lust hat auf Ghost Recon Witzig. Wildlands, sondern auf die Master Chief Collection, der kann gerne dorthin gehen. Yeah, Halo. Yeah, Halo, fetzt natürlich auch. Ab dem Toll, jetzt habe ich vierten gerade Teil. irgendwie Lust auf Halo gekriegt. Ja, ab dem Ah. vierten Teil bin ich mit dabei. Du kannst theoretisch auch mitmachen. Ab dem vierten Teil können wir zu viert spielen. Ja. Also theoretisch ist das Los. möglich. Ja, ich hole mir jetzt. Ist hier noch ein Motorrad? Ach, da. Ja, natürlich. Ich hab dir da eins gelassen. Achso, ja. Wie freundlich. Ich hätte es auch zerstören können. Ha? 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 Hättest du Wow, bestimmt. Brücke. Oh, Uiuiui. ein. Ist das Ich eine wäre Lama fast schwimmen gewesen? gegangen. Larmar. Charlie! Ja, ich töte Menschen und esse Hände. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Ich bin Ja, gerade das. durchs Wasser gefahren. Ich hatte Dabei. dich darauf hingewiesen, dass da Wasser ist, aber vielleicht hast du Ja. gerade so auf das Lama fixiert gewesen sein tun. Nein, ich bin einfach Oh, hier ist fucking großes Jesus. Wasser. Fucking Jesus. Nein, bist du nicht. Du bist nämlich nicht übers Wasser gelaufen, du bist reingeplatscht. Wie Ist, ein Steinchen. dafür bedarf es Augenzeugen. Naja, bin ich. Ja, bin ich. Ja, bin ich. Ich hab das dritte Auge, weißt du? Nerv. So, hier brennt's. Also hier, wo ich bin, ist wohl ein Flugzeug Ich weiß abgestürzt. nicht. Ob das bestimmt noch mit irgendwelchen Missionen zu tun hat hier. Gewiss. Gewiss. Oh, guck mal, hier ist Material. Nehme ich, brauche schon noch Gib mir das Ich ab. Dankeschön. hab gerade den Deckel aufgemacht. Wie Ich habe die viel? Decke nicht aufgemacht. 1700 habe ich. Ah, ich krieg die Hälfte. Und noch was. Ach, cool. Ja, hier ist Das ist aber was. schon mal nicht schlecht, wenn man die Hälfte kriegt. Keine Leichen zu sehen. Find Oh. ich schon mal. Da ist gleich noch was. Telefon klingelt. Was, dein Mobiltelefon klingelt? Nö, hier. Spiel. So, ne, ich bin noch zu weit weg. Ich habe hier ein bisschen gefarmt. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss. Im Wald sind bestimmt unsichtbare Ärsche.
musst du das Wärmebild anmachen, gell? Das hilft, glaube ich, oder? Wie war das? Ja. Zumindest kam es mir gestern so vor. Habe ich ein paar Unsichtbare entdeckt mit. Ah, ich bin erstmal hier dumm durch den Wald gespackt. Das sind Marihuana-Pflanzen. Was ist hier? Maria Huna. Maria Huna. Maria Huna. Jetzt habe ich wieder dieses blöde Lied vom Kinderzimmer Budapest im Kopf. 12 Jahre her und ich krieg's nicht raus. Aha. Ich habe leider, wenn ich das Wort Marihuana vor allen Dingen so ausgesprochen höre, Helge Schneider im Kopf. Maria Ganz Juana. böse. Nee, nicht Maria Juana, sondern Marihuana. Tatsächlich, das ist hier Ist so ein nicht Unsichtbarer. gut. Huch, Entschuldigung. Ja, Alter, der ich ist bin hier aber auf meiner gar nicht. Zitrone. Er ist überhaupt nicht alarmiert. Das interessiert ihn gar nicht. Wo ist denn der? Weil die rennen jetzt hier rum, aber die sind überhaupt, die blinken überhaupt gar nicht. Na ne, weil sie fucking unsichtbar sind. Da ist er, direkt vor dir. Ja, ich hab hier doch gerade. Nee, bist dran vorbeigelaufen. Hast du ihn erschossen, du Arsch? Ja, was heißt denn erschossen, du Arsch? Ja, weil ich den vielleicht mit dem Messer erledigen wollte, du Penner? Oh ja, wirst halt den nächsten erledigen mit dem Messer. Ja, Wir spielen schon es ja noch zwei, wieder. drei Minuten. Es kommt schon wieder einer auf uns zugerannt. Ist aber dieses Mal kein Phasenverschobener. Der wäre auch nicht auf dem Radar sichtbar gewesen. Mich doch gar nicht sehen. Ich liege doch auf dem Boden hier. Ja, also sind wir alle getotet. Getotet sind wir. So. Jetzt probieren wir es nochmal ernsthaft. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit dem nötigen Ernst. Dauert es bei dir auch gerade so lange, Dopak, oder? Hallo. Ah, klasse. Eine Verbindung zur Party ist gerade gestört. Lassen wir mal die Party. Stürzt bestimmt gerade alles ab. Ja, es lädt und lädt und lädt. Tja, hier geht gerade gar nichts mehr. Ah, jetzt sind wir wieder im Spiel. Und jetzt hören wir dich ja wieder. Hallo, was ist denn, Alter? Technik. Ja, was hier los ist mit der scheiß Technik? Das hört Das sich gut ist mit an. Alter. Ja, das war ja eben Ziel gerade Nummer auch 3. das, was ich Setze Drohne ein. kurz gesagt hatte. Ich habe hier Dass Paneele. hier irgendwas nicht so richtig mit Das macht rechten 5. Dingen zugeht. Spooky. Sind wir wieder ewig weit weg, das sehe ich gerade. Ignorieren wir die? Okay, ignorieren wir sie halt nicht. Ne, war da vorhin viel dichter an dem scheiß Ziel.
nicht so richtig. Ja, mach doch. Hab ich doch. Sperre. 1, 3, 1, 4. Das ist jeder Mann. Oh, ich will auch mal wissen. Was hab ich denn schon mal? Treff ich einfach, wenn ich so schieße? Das ist wirklich deine Usernummer von Wildlands. Das war mal eine Santa Blanca-Zentrale. Von hier aus haben sie Drogen-U-Boote den Fluss entlang geschickt. Also solange ruhig bist, hab ich gleich wieder Angst. Denk dran, unsichtbare, meins. Nee, nicht nur deins. Hab ich den Erfolg schon? Wüsste ich. Ja, hast du vorhin den Wichser gekillt, den ich killen wollte? Ja. Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Ziel Nummer 2 da. Und der gehört mir. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Willst du den auch noch machen oder ist es meiner? Das ist meiner. Zuerst da ist. Was denn? Granate kommt, komme mierda, culeros. Oh, was hat dich erwischt? Puh, ja. Ich verblute. Habe ich denn bitte schon einen Zivilisten getötet? Wo kommt der denn her? Ja, ich bin auch tot. Aber so kriegt man diese 10, die 10 unsichtbar. Ja, haben wir ganz schnell. Ich kann immer wieder 2 Stück töten und uns töten lassen. Und ja. Wieder 2 Stück töten und uns töten lassen. Nein, bitte lass uns das nicht machen, das ist doof. Ja, auf jeden Fall ist das doof, aber jetzt sollten wir es echt mal. Ja. Also ich denke mal, mehr als die 2 Unsichtbaren sind es da drüben auch nicht, weil sonst hätten wir sie, glaube ich. Also ich denke mal mitbekommen. Ja, denke ich auch. Es sind meistens nur 2. Warum mal immer so weit weg? Was soll denn die Scheiße hier? Tja, dumm. Dumm, da dumm, dumm, dumm. So, damit wir auch nicht als voll und ganz unfähig deklariert werden hier. Was denn? Wollen wir jetzt machen? Sorry, wir sind nicht im Urwald. Das war mal eine Santa Blanca Zentrale. Nee, das heißt irgendwas Bärenklau. Bärenklau, genau. Das ist so das Gefährliche. Oh. Das jetzt. Hier ist eine für dich. Wo ist der für mich? Bisschen weiter links. Da ist ein zweiter Tango. Wer zuerst da ist, hä? Tja. Die Drohne ist oben. Die markiere ich nochmal einen Gegner, ey. Na, die markiere ich. Was ist denn hier eigentlich die primäre Aufgabe? Mal so blöd. Wie ist, wenn du dir das mal anguckst? Oben links steht ganz große. Schwarz auf gelb. Verhören. Ich brauche noch ein Verhör, gell? Na, holst du doch, Junge. Stirb doch nicht. Stirbt er hier nicht?
Ja klar. Fotze, Alter. Ach, die sind wir jetzt angepisst. Ringfügig. Willst du, wenn ich es gesehen habe, ein Stück Scheiße? Alle auf mich schießen. Alter. Jetzt hat mich irgendwas von hinten erschossen, bestimmt ein Unsichtbarer. Hilfe! Ich rufe um Hilfe! Na, ich versuche gerade diesen schweren Penner zu killen, aber. Das Blut spritzt nur so aus ihm raus, aber er ist irgendwie doch kugelsicher. Der bei unserem Hauptziel steht, oder was meinst du, Alter? Naja. Ja, gut. Wenn der aber eh nicht stirbt. Aber irgendwo von hinter mir hat es geschossen. Irgendwo was. Vor uns sind wir hier. Hinter uns ist keiner. Da ist ein Reh. Was ist denn jetzt? Es sind jetzt 15. Ich hab ruhig durch deine eigene Granate, danke. Das weiß ich doch nicht. Ey, das gibt's nicht, gell? Was? Ach, ich bin gerade im Wasser erschossen worden. Also bist du jetzt gerade komplett alleine, bis ich wieder gespawnt bin. Nö, ich sterb gleich. Bin wieder da, aber wieder... So schnell, warum das? Weg, weil ich komplett gestorben war, im Wasser kann man mich nicht wiederbeleben. Stimmt, das ist ein bisschen unmöglich. Also gucken, auf dem Steg vor dem Ziel ist wieder so ein Unsichtbarer. Oh, ich bin auch ganz getötet worden im Wasser. Alter, noch irgendwie... Ein paar mehr Gegner waren. Meter von dir entfernt. Yeah, ich stehe drauf. Eine kleine Gruppe Tangos. Wie ging das mit dem Verhören? X. Ja, nicht X drücken. Morgen noch leben? Dann sag mir jetzt, was hier los ist. Ich bin nicht so recht Stick drücken.
Sie haben meine Hermanos zum Kampf in die Arena gebracht. Ich musste bleiben und alles am Laufen halten. Zumindest bis ihnen irgendwann einfiel, dass sie mich nicht mehr brauchen. Hier herrscht der Tod, Mann. Zivilisten, Kartellsoldaten, ganz egal. Gucken, ob das Addon jetzt zu den für den Erfolg mit dazu zählt. Na, ich bin auch gespannt. So, ja, zählt dazu. Ist er jetzt einfach rot oder ist er jetzt gelb? Er ist jetzt Santa Blanca. Gut, dann ist er jetzt tot. Bedauerlich. Ja, ich hatte so, das. Haben wir ein Boot zum Fahren? Ja, 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 hier bei mir sind zwei, drei Boote. Checkst du ein oder? Ich nehme mein eigenes. Schmeißt jetzt ernsthaft eine Granate ins Wasser? Er für einen Klops. Warum? Wir waren auch ein Wasserbomben. Alter, was machst du? Ablenkungsmanöver. Uiuiui. Ey, geht's ja richtig der Punk ab. Hier wird's richtig eklig jetzt. Ich hab jetzt schon. Naja, doch, ich hab Lust. 243, ja, ich geh mal hier links. Hier rechts, die einen Wichser killen. Kein schönes Ende. Ja, weil sein Kopf schon wieder kugelsicher ist, Alter. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe einen Schuss. Ich sterb gleich. Ach, irgendeine Einheit ist auch so eine blöde Jammer-Einheit. Stimmt. Was gibt's auch? Ist ja lustig. Wann wirst du denn wiederbelebt? 40. Ach, da ist ein Unsichtbarer. Wunderbar, da stehe ich drauf. Ein Verein, ey. Was das für ein Schwachsinn ist. Was? Ach, nichts hier. Neben. Unsichtbarer. Oh, ich sterbe. Oh ja. Ach, 5 Sekunden. Ärgerlich. Hätte sie ja mal zurückhalten können, aber nö. die kamen ja auf mich zu. Ach. Ich musste mich dann nur verteidigen. Und das ging dann. Ja, ja, ja. Ich als Ghost nehme Beine die Hand. In die Hand und renn weg. Genau, das mache ich. Du machst sie unsichtbar. Ernsthaft, von hier. Echt jetzt? Ich gehe zu unserem Checkpoint hier, kein meines Delta. Das ist ja zu dumm. Oh ja, das ist viel besser. Fand ich auch. Also irgendwelche von denen hier, der ganz, ach so, wenn du im Ladebildschirm wieder bist, der ganz links steht. Der hat so eine Funkantenne hinten auf dem Rücken. Das ist eine Jammer-Einheit. Okay. Die sind echt semi-hardcore nervig. Semi-hardcore nervig. Du denkst dir Sachen aus. Ja, Wortschöpfungen sind so mein Hobby. Schwimme. Klettern, ja bitte.
geschickt. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Gegner am Boden. Echt? Das hat er jetzt gesehen, oder was? Wen hast denn du geschossen? Warte. Ich schieße jetzt auf den großen. Nee, rechts neben dir ist noch irgendwas schwammig, gell? Abschuss bestätigt. Ja, aber das kann ich nicht unbedingt identifizieren. Ach, da ist der gewesen. Direkt vor dir ist noch irgendwas, ne? Gewesen. Gut. Wieso kriegen die schon dick Verstärkung, Alter? Wie nervig ist denn sowas? Beim letzten Mal haben wir die haben wir es mitgenommen. Die Verstärkung. Jetzt kommen die von links her. Ja. Verdammte Scheiße! Diese Vögel. Ich sterb gleich, ich bin tot. Einer ist da noch. Ne, drei. Etliche. Wieso sterbt ihr denn nicht? Na, Kugeln aus Pappe oder was? Alter. Ja, warum die auch jetzt schon hart Verstärkung kriegen, diese blöden Spense. Ich glaube, das ist auch wesentlich. Würde mich auch interessieren. Komfortabler, wenn die was nicht mitbekommen. Naja, aber irgendwie muss man ja die Leute killen. Ich bin tot jetzt. Kommt einer. Ja, siehst du. Alter. Versteck mich hinter diesem Mammutbäumchen. Uiuiuiuiui. Die sind auch alle so scheiße zu sehen, ey. Das ist unfassbar. Da ist noch einer, Alter. Also einfach endlos einstecken können. Also mit der Armbrust ist es wirklich überschaubar, was sie einstecken können. Ja, die ist ja nicht ganz so. Aber da muss man halt eine ganze Ecke, vorhalten. Alarm am Start. What? Warum sind denn hier immer noch Viecher? Einer steht ja noch ganz alleine, der hat sich wahrscheinlich in den Baum verpackt. Alter. Das ist ein Gepanzerter und der hat mich voll im Schuss. Den Finger. Jetzt kommt schon die nächste Verstärkung. Ey, es ist doch so zum Kotzen.
Granate fliegt. Oh, wir werfen Granaten. Die sind ja gemein. Und da kommt noch ein Auto. Was? Also mit der Schussdrohne reicht der eine Schuss nicht aus. Für den Feind? Oh, hier ist ein Scharfschütze. Ne, für den gelben. Achso. Erwischt, schön. Heilige Scheiße, das ist eine verdammte Leichenmühle. Was ist das, eine Leichen? Was ist denn eine Leichenmühle? Die mit Leichen betrieben wird, statt mit Wasser. Wie cool. Da möchte ich arbeiten. Eigentlich nicht, aber... Als Leiche? Ja. Das kommt alles hinter mir. Sehr nett. Ah. Muss hinter mir auch gerade mal aufräumen. Ich bin tot. Das geht mal am Sack. Jetzt hat man drei Zuschauer, jetzt haben wir nur noch mich, der sich im Chat aufhält. Komm, heil den Horror jetzt. Ja, manchmal geht's sau fix, gell? Und ein andermal wieder. Ja. Ah. Ich steh einen scheiß Baum im Weg. Ich bin tot. Ultra. Echt. Ach, fick dich. Nein. Und nochmal den Spaß. Nee. Glaub ich nicht mehr. Den Spaß schon mal gleich gar nicht. Ich hab Hunger. Was? Hunger? Ja, ich hab Hunger. Wieder? Was bitte? Schon wieder? Wieso denn schon wieder? Wartest du gestern schon? Ja, oh nee, ich kann mir eine andere Mission machen. Ah, wir haben nur noch zwei Pfeilchen. Ach so. Zwei Pfeilchen haben wir noch. Das hat sich anscheinend gespeichert, nur die Position von uns nicht. Doof! Aber gut. Oder andersrum, gut, aber doof. Schwimmen doch ein bisschen schneller. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich habe mir gerade ein Motorrad gerufen und es ist einfach nirgends. Ich kann nicht in dieses Boot hier einsteigen, es ist auch sehr spaßig. Da kannst du ein anderes Boot ein. Verrückte Mongos. Oh, ich werde gleich gesehen. Drecks unsichtbarer.
Wieder einer? Ja, ich hab ihn auch schon erlegt. Das ist voll heftig mit den Tieren auf einmal hier. Übelste Wärmebild überall. Ja. Das ist schon ganz schön nervig. Und hier ist ein Fertigkeitenpunkt. Was ist ein Fertigkeitenpunkt? Mitten im Feindgebiet liegt einer rum. Aber da bin ich natürlich jetzt nicht. Hab ihn nur gesehen. Sind wir schon wieder gejagt oder hält sich's noch in Grenzen? Nö, mich hat noch keiner entdeckt. War noch nicht geschossen. Ich näher mich gerade dem einen Typen hier. Diese kranken Schweine. Ich komme gerade von hinten an den anderen ran. Also der von dir aus weiter entfernt ist. Dem bin ich jetzt gleich. Sehr gut. Och, ich bin 15. Schön. Das freut mich hier. Dass es nicht 30 sind. 1, 2, 3 unsichtbare. Check. Sag Bescheid, wenn der tot ist. Ja, es sind 200 noch Meter, ich muss näher ran. Da der Kopf bei 200 noch was Meter muss ein bisschen zu sehr frei Schnauze überhalten. Jetzt wäre es bei 20. Überschaubar, ne? Tot? Mal schauen, ob der hier explodiert. Sokotis, hier Nomad. Wir haben den Ort gesäubert. Super. Die Asex und Hyros werden vom Fluss die Finger lassen. Hab nie was Schlimmeres gesehen. Aber vergessen Sie nicht. Was Sie getan haben, war richtig. Fühlt sich aber nicht so an. Nicht so lange noch welche von diesen Bastarden rumlaufen. Ja, man kann es halt auch übertreiben, gell? Wieso wird auf dich schon wieder geschossen? Weil ich den Typen gesprengt hab? Du bist witzig. Ja, das hätte ja wirklich nicht sein müssen. Ich hatte sonst keine Möglichkeit. Kein freies Schussfeld. Die wurde komplett umlagert von unsichtbar. Abgeknallt wie quiekende Schweine. Wieso hört denn der sich so asiatisch an? Oder vielleicht mit Absicht so gemacht? Wie quiekende Schweine. Weil das viel witziger klingt als das mit deinem dummen bolivianischen Akzent. Ja, Viehzeug läuft hier wirklich viel rum, da hast du recht. Ja, vorher haben wir die ganze Herde gesehen. Vielleicht mal ein, zwei Alpakas im ganzen Spiel, jetzt auf einmal hier übelst. Ja. Rehherde. Hirschherde. Hirsch? Was sind das? Schrodeln, Rehrudel? Keine Ahnung. Ich höre auf jeden Fall das und ich gehe jetzt zu Okoro Bravo, beam ich mich. Ah, sag Bescheid, wenn du da bist, dann beam ich mich zu dir. Wobei, beim Ladebalken links, gell? Wisst ihr Bescheid? Beim Ladebildschirm links, ganz links die Einheit, ist die Gemma-Einheit. Ich bin da. Achso, das sehe ich, ja. Jambedam.
Ach, jetzt, also der Fertigkeitenpunkt ist aufgedeckt, weil du ihn gefunden hast. Das ist jetzt aber hoffentlich nicht so, Ja. dass wir tatsächlich die Dinger finden müssen. Ja, wobei, wenn es so einfach ist, dann geht's auch noch. Ja, gut. Nervig, aber es würde Kann ich mir eventuell jetzt gehen. endlich mal. Nee, ich habe Nein. immer noch nicht den. Ich habe immer noch keine Funkausrüstung gefunden. Ich habe null Funkausrüstung. Die Scheiße. Schalte die Angriffsdrohne frei. Steige die Munition auf 2. Jetzt habe ich 2 Schuss in der Angriffsdrohne. Scheiße. Krass. Ja, sonst hier, ich wusste ja, wo ist der auch da unten. Also hier steht auch ein Heli, aber. Ein bisschen weit weg. Also hinlaut, das nervt. Oh, hier, ja. Auch schon. Da kann ich nicht auf die Ladefläche gehen. Unlogisch. Aber ein Kaffee kannst du vom Smart. Die Steuerung haben sie auch nochmal verschlechtert. Das ist irgendwie sehr seltsam. Die Steuerung haben sie auch nochmal verschlechtert. Ja, möglich ist das. Vor allem nicht die Straße, da sind wir morgen nicht da. Da hänge ich mich nicht aus dem Fenster bei der Fahrweise. Ich noch ein Bein oder ein Arm oder so. Eher den Kopf. Ja. Der ist das Einzige, was aus dem Auto der ist ja ist. unwichtig. Mit Ausflug. dem Kopf kann man keine Pistole halten. Ja, stimmt. Dann guck ruhig raus. Das ist wie vorhin beim Let's Play vom Cross Out. Da haben sie mir alle Reifen weggeschossen und ich stehe da wie ein Klumpen Metall mit einer Maschinenpistole oben drauf. Jetzt, weißt du. Da habe Besser ich. als wenn sie die Maschinenpistole weggeschossen hätten. Ah ja, ne, ich habe sofort an die Räder der Kokosnuss gedacht, weißt du, nach dem Motto: Wenn du es mal machst, dreh ich den Arsch. So ein Klümpchen Elend mit einer großen Fresse. Was ist das? Erreiche das Ei. Einsatzziel. Ja, ne, das machen wir jetzt. Eieiei. Komm, wir gehen mal. Ja, ich steige jetzt aus. Hier ist der böse Getöse. Radiofrequenzen und verbreiten Propaganda über ein paar andere. Es gibt einen Hubschrauberpiloten, der die Position der Antennen kennt. Die Söldner nutzen eine örtliche Farm als Tankstelle für ihre Tschüss. Hubschrauber. Gestört. Und tschüss. Sich den Piloten schnappen und die nötigen Informationen besorgen. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da ist unser Mann. Lass den Piloten leben, wir brauchen ihn. Was, wir sollen jetzt alle Zum töten, Piloten bis auf den, oder oder? ernst? Ich finde, wir schleichen uns an den ran. Wir kennen eine kleine Gruppe. Hast du Reicht mal rum, oder? Geht das? So einen Überblick? Also grob schon, das sind alle links von ihm. Er ist ziemlich weit rechts. Da rechts ist der eine Jammer. Sie wird gestört. Ah, der ist tot. Jetzt geht's weiter. Ja, doch, wir kommen theoretisch. Oh, Erfolg! Was ist denn das? Du hast alle Einheiten gekillt einmal. Ah, gut. Wärst freundlich, wenn du mir den nächsten Jammer Jetzt kommt aber gerade wieder einer von denen Setze Drohne zum ein. Piloten. Ein Gegner. Ich fürchte mich so sehr. Geht auch wieder, siehst du? Na gut, dann behalte ich das Ganze mal im Auge und wenn Ja, das bei ist ja denen nicht gut. klappt, dann. Die gucken nämlich gerade alle so verdächtig in die Richtung. Zu mir oder wohin? Ja, 2, 3 sind auf jeden Fall im Sichtfeld, jetzt nur noch 2 im Sichtfeld. Aber wende dich. Tango getroffen. Ich mach's dir leicht. Sag uns, wo die Antennen sind und du darfst weiteratmen. Ja, meine Schussposition ist nicht die beste. Und Artiga ist kein Problem mehr für dich.
Egal, wir müssen nur ein bisschen reden. Fuck. Zu schnell gestorben. Bist gestorben? Ich nicht. Selbst tot. Okay, machen wir es nochmal so. Und dieses Mal gehe ich ein bisschen eher aus der Drohnenansicht raus, um dann hier aller Smoking Aces vom anderen Hochhaus das ganze Geschoss genau. Feuer zu nehmen. Tatatat. Ja, das war die geilste Szene, wo die Lesbenschwester ausrastet. Das ist 100 Jahre her, wo ich einen der beiden Smoking Aces Filme gesehen habe. Egal, wie lange das her ist. Ich habe sie auch nur einen ziemlich angetrunken geguckt. Nein. Es gibt noch einen zweiten. Und es gibt sogar noch einen dritten, aber der ist richtig scheiße. Der ist der zweite doch bestimmt schon richtig scheiße. Der war schon nicht annähernd so cool wie der erste, aber konnte man sich noch angucken. Das glaube ich dir nicht. Wenn ich mich recht entsinne. Alter, ich habe damals immer nur beim Kumpel betrunken Filme geguckt. Warum guckst du betrunken Filme? Das ist genauso wie betrunken Vögel. Die Drohne ist um. Boah, keine Ahnung. So, weil da ist der Jammer auf dem Tod. Ja, witzig, witzig. Da ist er. Ich seh ihn doch. Hast du ein Scharfschützengewehr im Tod? Hab noch einen, macht fünf. Das ist meine Position nicht. Ich seh 10. Also jetzt. Die Drohne ist drin, die haben einen Jammer. Ja, der lief gerade dahin. Ist deine Position nicht? Verstehe ich nicht. Naja, bei mir ist auch gerade komplett alles gestört. Ich kann nicht mehr mein Wärmebild-Dings einsetzen. Ist er in dem Haus drin oder wo ist der? Nö, zwischen den Häusern steht er. Wie ich mal kriegen, du kriegst ihn gleich ins Arschloch. Das hatte ich auch vor. Hast du ihn jetzt? Ne, er lebt immer noch. Schlechtes Signal. Die Stören. Wo ist denn der Mann? Willst du mich verarschen? Du siehst doch, dass ich den ich mit der 1 markiert habe, oder? Hier ist nichts markiert, nichts. Hier ist alles gestört bei mir. Ist der jetzt links von mir oder rechts? Ja, der ist wieder Richtung mir. Links von dir sind jetzt gerade 2 Stück, einer davon ist es. Der da wahrscheinlich. Ja. Endlich. Schnauze. Wenn mein kompletter Radar gestört ist. Über den Piloten hier. Verfickte! Echt, das ist ja nüscht geklärt, ja, mach mal. Ich mach's dir leicht. Sag uns, wo die Antennen sind und du darfst weiteratmen. Ja, relativ sicher hier, glaube ich. Ich hab Überdeckung gehabt. Oh, jetzt wird auf mich geschossen. Gib mir, was ich brauche und Ortega ist kein Problem mehr für dich. Ich sag jetzt, wo ich ist. Ich hab ihn kaputt geboxt. Wunderbar. Oh, fick dich doch, Alter. Den habe ich gerade mit der Armbrust in die Eier geschossen. Heli neben hier. Gleich. Er hat gerade gesagt, ich schieße wie eine Tussi. Glaubst du es denn? Wenn ich schieße wie eine Tussi, dann komme ich jetzt. Nee. Wenn ich wie eine Tussi schieße, komme ich jetzt mal auf dich zu. Und töte dich halt. Ficker. Was war das jetzt? Ein anderer Heli. Du musst die Explosionsbolzen. Oh, ist er gerade jetzt in dem Moment runtergegangen?
vorhalten. Jetzt kannst du. Ja, witzig. Ah. Arschgesicht. Vorletzter Pfeil gewesen. Und noch kaum kein Erfolg. Ah, da ist er. Improvisierte Flak. Sehr geiler Name für den Erfolg. Bin nicht nah genug. Ist die Antenne? Nee, mit 915 Metern bin ich etwas zu weit weg. Nur ein kleines bisschen. Diese Helis. Ja, jetzt ist die Antenne zu weit rechts vom Schussfeld. Hörst du's? Der Walkürenritt. Geil. Nein, ich hab das Radio komplett ausgemacht. Weißt du? Wagner und so? Ich kenne den Walkürenritt, du glaubst es nicht. Ich hab dir nur gesagt, dass ich mein, Radar ausgemacht habe. Radar. Ach, mein Radio. Ich glaube, du musst mit einer Rakete drauf schießen. Ja, ich gehe erstmal ein bisschen in Deckung. Oh, wir werden beschossen. Wir liegen schon auf dem Boden. Ja. Aufschlag. Das hat mir natürlich keiner gesagt. Brauchen wir mit Sicherheit wieder C4 oder irgendwelche Späße. Möglich. Oder wir schießen einfach direkt auf diese Antennenteilchen, die da irgendwo oben ran dran kleben. Das hat ja leider gar nichts gebracht. So, du hast. Ah, du hast doch nicht ziemlich genau geschossen mit deiner. Ja, aber da wird doch wenigstens mal ein, zwei Tröpfchen Nein. werden noch getroffen haben. Ja, die reichen hier nicht. Drei, vier hätten gereicht, aber 1-2 nicht. So. Ja, was ist das schon wieder für eine verfickte Aufgabe? Ist Hauptsache, sie lassen uns schön weit rumlaufen. Ja, Hauptsache, wir haben ganz viel Zeit vergeudet. Oder verwendet. Warum wirst du gejagt? Werde ich nicht. Warum wirst du gejagt? Nee, werde ich nicht. Wie kommst du denn darauf, dass ich gejagt werde? Weil es gerade ganz kurz aufgeploppt ist. Seltsam. Ich mach einfach mal. Das hat geklappt. Scheiße. Leutnant markiert. Das macht 5. Toll, jetzt habe ich auch mal von dem scheiß Valkyrenritt. Ich dreh durch. Mit Maschinenpistolen. Es sind 10 Ziele. Ey, die übertreiben es aber auch ein bisschen hier, hä? Inwiefern? Markiere ein Tango. Einer ah, 10 Ziele. Ziel markiert. 10? Ja, ich habe hier 15 Feinde bei einer so einer blöden Antenne. Ach so, Feinde. Aber ich habe einfach ne. Explosive Drohne zu dem Ding hingeschickt und gesprengt. Ich habe gerade keine Explosivdrohne ausgerüstet, aber. Ja, das ist eine. Das ist eine Sache von Sekunden. Hat dein Maul. Er so unten oder oben? Oben, da wo es gelb ist. Das gelbe Ding auch hinzeigt. Und diese länglichen weißen Stäbchen. Waren relativ effektiv. Ich traue den Frieden jetzt immer nicht. Ich renne fast nur noch mit Wärmebeet hier rum. Shit. Ja, geht mir auch ganz oft so. Gerade weite offene Felder und sowas finde ich überhaupt nicht mehr prägend. Oh, hier ist ein Auto. Noch einer weniger. Ach fuck.
Ah, oh, ich sehe die ganzen von dir markierten Viecher. Bisschen nervig. Ja, es tut mir leid. Nee, ich meine ja allgemein, dass die überhaupt da sind. Das meinte ich. Nicht, dass du ihn markiert hast. Ja, das ist auch so. Nicht der falsch verstehen. Ja, bösartig. Oh, hier ist mitten auf dem Feld ein Behältnis. Aber keine Funke. Das ist ähnlich. Nee. Das ist, das ist ein Feld, Alter. Ja. Krieg ich davon nichts? Ich hab 850 gekriegt, Andor. Keine Ahnung. Weiter so. War zu wenig. Den Rebellenführer verteidigen, oh, leck mich am Arsch, ey. Ich hol ein bisschen Auto. Oder sowas ähnliches. Was auch immer diese Farm hier zu bieten hat. Klauen wir mal ein Auto. Das ist echt so dämlich. Was, jetzt müssen wir jemanden verteidigen? Rebellenführer. Ja, der easiest way to die. Kack, deine Mission. Markierst du irgendwas? Nee, du bist mit dem Auto unterwegs, oder? Ja, ja, ich bin. Fahr away und so. Oh, mit dem Gerät. Oh, das war nicht ganz. Das war nicht ganz so geil, wie ich dachte. Nicht. So, jetzt, nee. Ist das jemals? Ja, ich mache jetzt gerade einen Fallschirmsprung. Das ist auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall, ja? Geil. Auf jeden Fall, geil! Oh Gott, ich das kam ganz tief von der Kehle her. Den Anführer und da verteidigen. Dabei dagegen. Ach, das ist das Kranken hier. Ja, die Wieler, die haben auch schon mal verteidigt. Schon öfters. Ich bin da. Ist mir sicher, dass das schlau ist, jetzt schon da zu starten. Ja, wen haben wir einen Checkpoint hier? Meinst du? Ist denn das immer noch so weit? Ich war doch gerade eben schon fast da. Die arbeiten ganz gut. Bis jetzt musste ich keinen einzigen Schuss abfeuern. Ich bin auch mit meiner Armbrust überhaupt nicht gewappnet dafür. Wunderbar. Gut, dass ich genug Kugeln für euch alle habe. Sag mal Bescheid, wenn es ganz schlimm. Ich habe genau eine. Viele hier auch sind, krass. Ja, die ziehen es halt auch voll durch. Oh. Oh, unsere Gegner sparen aber auch nicht, ey. Scheiße, wie viele von den Arschlöchern sind da eigentlich? Wie viele von den Arschlöchern? Wie viele von den Arschlöchern sind da eigentlich? Nee, im Ernst, zählst du mit? Geil. Wir sind doch nicht Legolas und Gimli, Alter. Das sind wohl tatsächlich schon welche früher ausgestiegen. Recht hoch. Ja, jetzt. Ich auch. What? Was? Das ging aber schnell. Der Novo schaut mir zu. Guten Tag, Novo. Ihr seid wohl fertig mit eurem Halo? Oder wie? Ach ja. Möglich. Ja, weiß nicht. Ich habe noch keine Antwort.
Na no, doch, vielleicht auch. Die Antwort. Pause einlegen. Wie es aussieht, ergeben sich die Rebellen. Wollen wir wieder ein paar blöde Minen hin tun? Ach, nee, ist eigentlich egal. Nee, dafür sind die hier zu krass drauf, die machen das schon. Ich gehe einfach nicht so weit nach vorne. Ja, das war glaube ich der Fehler jetzt. Das soll ein Rebellenanführer sein, das sieht aus wie. Ja, der andere ja. Rebellenanführer war auch ein totaler Lappen. Na, der hat zumindest coole Klamotten an. Was? Psycho, McPsych, Psych. Pakatari? Wieso? Ja, der war dein totaler Psycho, war der Pakatari. Bisschen. Bisschen. Bisschen Psycho. Oh. Lüdel. Noch mehr von denen. Gut, dass ich genug Kugeln für euch alle habe. Gut, dass ich genug Kugeln für euch alle habe. Na klar. Ja. Ist das nicht euer Ernst hier? Tot. Schweinehunde. Von links, ja. Oh, da ist einer bei uns im Lager. Direkt bei dir. Deiner Nase. Das ist gut gesagt. Naja, vor deiner Nase, verdammt. Ey, der muss hier unten den Weg lang laufen. Ah. Ah, ich sehe ja noch nichts, was von dir am Start ist. Also LMG schön gegen Autos, gell, aber hier. Manu e Manu, der spawnt hier immer wieder. Von den Arschlöchern sind er eigentlich. Nee, im Ernst, zählst du mit? Ernst, zählst du mit? Ja, ich zähl mit. 20, 30. Möchte ich ja nicht beunruhigen, gell? Aber wir haben auch Unsichtbare im Lager. Ich bin gleich tot. Nur so, um dich nicht zu beunruhigen. Ich bin tot. Musst du ja nicht wiederbeleben, hier sind Feinde. Viele böse Feinde auch schwer gepanzert jetzt. Ja, eine Minute wird jetzt ein bisschen haarig. Doch noch. Nicht nachlassen. Wenn wir scheitern, sind die Rebellen erledigt. War schon wieder was direkt bei dir gespawnt. Ist das krass. Ich habe gerade 2 Schuss abgekriegt. 2 fucking Schuss immer tot. Aber jetzt bei der ersten Runde waren noch gar keine Unsichtbaren dabei. Na, wir haben es nicht so lange gespielt, bis sie gekommen sind. Ja doch, wir hatten auch schon nur noch eine Minute auf der Uhr, glaube ich. Ja, jetzt waren es aber nur noch 40 Sekunden. Denn Novo schickt ein lachendes Smiley. Was lachst du uns jetzt aus, oder was, Novo? Pfff. Ja, pfff. Wie es aussieht, ergeben sich die Rebellen jetzt. Sollen wir einfach dabei zusehen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Warte mal, ich möchte noch meine... Ich möchte von der Armbrust noch mal weg. Was war denn da so mein Lieblingssturmgewehr? Hast du nicht mehr? Ah, doch MDR, oder? Nee. Penhairs. Ach, 4 Schuss habe ich noch hier in dem Gerät. Ja, ich mache jetzt mal eine Schrotflinte hier für, wenn sie mir dann zu nahe kommen, die ganzen Affenköpfe. Ja, Schalldämpfer, genau. Ich mach jetzt lange diese blöde. Wie viele von den Arschlöchern sind da eigentlich? Nee, im Ernst, zählst du mit?
gerade durch einen Unsichtbaren gefallen. Kein Scheiß. Ah, der kniet auch noch. Wie sieht's sonst aus bei dir? Ja, der kniet nur ein Unsichtbarer, der läuft jetzt aber Richtung Steigung. Also quasi bei dir. 10. Ansonsten sehe ich, glaube ich, gerade nichts Unsichtbares hier. Naja, aber andere das ist böse. Auch, das ist auch ein Widerspruch in sich, gell? Ich sehe nichts Unsichtbares. Naja, sehr clever. Ich habe mich selbst gesprengt, glaube ich. Fuck! Ah, ich habe einen Gegner mitgenommen. Also, ne? Echt gut. Alter, Leute! Ah, komm, beschütze ihn noch 10 Sekunden. Nee, genau, echt. Ihr könnt euch doch mal ins Knie ficken, ihr blöden Arschlöcher. Naja. Wollen wir nicht so. Ne? Weiß ich Bescheid. Och. Wollen wir jetzt aber richtig. So. Ich gehe zu meiner Position, die war nämlich relativ schick. Sollen wir einfach dabei zusehen? Ja, ich gehe wieder zu meiner und leg mich dieses Mal nicht blindlings mit den Unsichtbaren an. Ja, Unsichtbare sind böse. Du hast gesagt, es gibt einen Zähler, oder was? Bei dem Erfolg. Ja. Hast du tatsächlich eine Mine hingetan? Nein, C4. 4C! Minen kann man so schlecht legen. Werfen. Ich nicht. Verzeihung. Werfen. Ja, das kam. Ja. Ich kenne meine automatische Schrotflinte hier von El Jefe. El Arschgesicht. El richtig hässlich. El richtig hässlich. El aufgepumpt. Abschuss bestätigt. Da ist schon wieder was an der Base. Scheiße, wie viele von den Arschlöchern sind da eigentlich? Nee, im Ernst, zählst du mit? Granate fliegt. Nehmt das. Der Tango ist hin. So. Hä? Ach, Fertigkeitspunkt. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Krasser Typsi. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Schade, das wäre jetzt lustig geworden. Ich habe gerade eine Granate dorthin. Wohin? Dorthin geschmissen, wo die blöden Sachen herkommen. Wenn wir scheitern, sind die Rebellen erledigt. War leider nicht der Fall, dass ich ihn erwischt habe. Also ich habe so einen schwammigen Punkt halt. Jetzt habe ich gerade zwei Unsichtbare niedergemacht, deswegen war ich so ein bisschen konzentriert. Muss ich zwei Unsichtbare. Trauen sich was, ne? Trifft die Granate auch mal hier, die ich hier werfe? Nein. 5, 4, 3, 2. Fickt euch! Oh, ich muss nachladen. Nein, das gibt nichts, Albert!
Fickt euch hart, Alter, ehrlich. Was denn, jetzt kommen wohl noch ein paar. Oh, Dicker, erwische ich nicht, weil ich jetzt den Kopf nicht sehe. Irgendwas schießt auf mich auch, also. So, Dicker. Fick dich! Hässliches Stück Scheiße. Verfickte Scheiße! Ja, er lebt halt immer noch. Sterb gleich, ne? Ja, weil ich halt nur. Nein, weil er auf mich schießt. Wenn er auf mich schießt, kann ich nicht in den Kopf treffen. Lass dich bloß nicht von dem killen. Das dumme Gefühl, dass wir das alles nochmal machen müssen dann. Da kommen noch vier. Ich habe einfach in Deckung. Oder schickt eine Drohne los oder mach irgendwas, aber geh nicht drauf. Bumm. Ausgezeichnet. Okay, wer die Verstärkung zählt, ist auch noch dazu, dann dreh ich ab. Doch, es kommt noch was, es ist ja noch ein gelber Pfeil. Ja, ein gelber Pfeil, aber. Das habe ich jetzt für den Gegner gehalten. Der dann wo rumläuft. Und spawnen. Wow. Zwei Pfeile. Ernsthaft jetzt. Wurde ich hingespawnt? Schön, den verfickten Arsch der Scheißwelt. Echt ein Sinn. Ich bin an so einem bescheuerten Abhang gespawnt. Ich könnte kotzen. Ach, aus einem Pfeil wurden fünf. Das finde ich ja auch sehr erbaulich. Super. Oder so. Umhauts gemacht. Ich habe aber immer noch keine Funkausrüstung. Ja, woher auch? Jetzt will ich mal kurz gucken, du sagtest, es gibt dafür einen Zähler, also ich mal gucken, wie viele Unsichtbare ich. Oh, einer fehlt noch. Ein, ja. Fickt euch. Steht bei mir. Drei. Da kommen jetzt noch mehr, Alter. Das stimmt nicht mit den Pennern. Ja, weil sie das erste Mal legen muss. Ja, wer will jetzt noch Versteckung holen, ihr Fotzen? Gott verdammt. Markierst du A? Warum können wir uns da nicht hinbeamen? Ja, weil wir noch im Gefecht sind. Steigst du ein Heli mit ein hier? Gleich, ich guck gerade nach meinem Waffensetup hier noch ein bisschen. Kannst du nicht im Heli machen? Nee, kann ich nicht. Natürlich kann ich das. Was ist denn dein Heli? Na hier. Dreck ein, sie zu und schleiche nicht so rum. Sag mal, was soll denn das? Kommen vielleicht Gegner, die mein Heli kaputt schießen möchten? Das finde ich nicht so prickelig. Gar nicht so prickelig hier. Aber gar nicht, nicht. Danke für das Entfernen des Zielpunkts. Das war ein bisschen. Alter! Stimmt doch nicht mit diesem scheiß Hubschrauber, Alter! Ich hasse diese Geräte, ey.
Oh, ich bin direkt dort. Cool, und hier steht auch ein Heli. Wow, cool. Oh, was ist denn hier das ist los? Beängstigend, ne? Sonst muss man immer eine halbe Stunde warten. Ja, Ladebildschirm, dies und das und jenes. Man kann sich auch einkochen. Hier fing alles an. Möglich. Absturzstelle, ja. Komisch. Hat er sich nicht von der Leine verzogen? Die Unidad würde es niemals zulassen, dass die Söldner hier rekrutieren. Wir müssen jemanden geschmiert haben. Klar. Bringen Sie einen Unidad-Offizier dazu, das zuzugeben. Und nehmen Sie es auf. Dann kann ich seine Vorgesetzten informieren. Wir werden sauer sein, nichts abgekriegt zu haben und ordentlich Ärger machen. Ich sehe einen Generator. Gestört. Haben die tatsächlich einen Jammer oder haben die eine Jammer-Einheit? Ich schätze, die haben einen Jammer, das ist eine Basis. Ne, die haben eine Jammer-Einheit. Das ist sie. Ja. Das ist die scheiß Schüssel im Weg. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe da. Wenn ich 10 Meter weiter oben bin, habe ich freies Schussfeld, aber bin ich nicht. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ja, das ist das Gespräch, dass Leute mit Hilfe einer Drohne aufnehmen oder. Ach du Scheiße. Ja, dafür müssen wir den Jammer wegkriegen. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ausrüstung. Oh, oder. Ich sehe was. Angriffsdrohne, bitte nur, wenn du wirklich 100% sicher bist. Herr Bald, bei dem keine Entfernung. Ich sehe einen Scheißdreck, meine Drohne wird geschossen. Nee, nee. Das. Komm, spawn meine blöde Drohne. Ich hab jedem anderen Gegner habe ich Entfernung, außer bei dem. Nein. Die stören die Drohne. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ah. Noch ein Drecksjammer. Zwei oder was? Ach, der steht direkt hinter dem Baum. Er ist ja ein Penner. Mina darf ja nicht rankommen. Bevor du mich dumm machst. Aha, gut. Schritt zum System. Die haben einen Jammer. So. Ist er tot? Ein wichtiges Ziel. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Wir sind gejagt. Es gibt immer noch einen Jammer. Nö. Ah, doch. Hey. Er hat doch gerade eine Drohne reingeschickt. Lustig. Dann können wir ja mal ein bisschen rar machen, vielleicht hören sie auf uns zu suchen. Die Drohne streikt, sie wird gestört. Ach, wir wurden entdeckt, plötzlich. Direkt hier vor uns ist glaube ich noch einer. Da war noch was Schwammiges. Ja, ich hab ihn gerade, glaube ich, gesehen. Ah, Fotzenviecher, hässlich, nervige Kackdinger. Wieso sind wir denn da gejagt, weißt du, wenn ich eh schon... Also warum... Naja. Ja. Ja, nee. So, wo ist der Checkpoint? Okay, das ist fair. Oh, wir waren vorhin komplett auf der anderen Seite, gell? Ja, ich will nicht gerade, soll ich auf die andere Seite gehen? Nö. Tangos.
So. Ach, die blinken nur, weil du sie markiert hast. Wir haben Lichtpaneele hier. Ach. Ziel Nummer 10 da. Mach du erstmal den hier weg. Jetzt den. Ja, ich muss nachladen. Die Drohne muss nachladen, das dauert. Ach, du kennst ihn mit der Drohne. Ah, das ist der zweite. Noch den dritten finden. Das war komplett daneben geschossen. Dass der so dumm ist. Oh, die kommen jetzt beide. Die sind beide jetzt gleich beieinander. Ich kann die nicht beide killen. Ah, welchen nimmst du? Ah, ich sehe den zweiten nicht mehr. Alles klar, alles gut. Na gut, dann schicke ich meine Drohne wieder auf Erkundungstour. Fuck, fuck, fuck. Nein! Muss ungefähr in die Richtung sein, ne? Der dritte. Ich hab drei Stück getötet. Drei? Und der Möhren schon mal nicht. Was? Wo ist denn der? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich hab gerade gesagt, in welche Richtung er sein müsste. Ah, hier ist er doch. Aber warte. Nur um ganz sicher zu gehen. Ja, besser ist. Na komm, lad nach. Ich finde keine Störsender mehr in dieser Gegend. Das war der letzte. Ja, schick meine Drohne hin. Vor die Linse. Macht das Ding jetzt hier nichts? Ah. Muss bestimmt richtig nah dran sein, er bist ja auch. Olli, ich hab jetzt den Dings abgebrochen, fick dich doch. Aber ich höre nichts, das ist voll nervig. Oh. Das ist gerne einfach nur das Gespräch anscheinend. Wir kriegen nichts mit. Bin ja auch zu weit weg, weil. Reichweite blinkt, äußerster Punkt. Gut, ich sorge dafür, dass die Aufnahme in falsche Hände gerät. Sie verstehen schon. Auch sehr gut. Vielleicht können wir die Mine abfackeln. Wieder zurück zum Startpunkt, ja, ne? Absturzstelle. Ja. Alter, durchkämpfen, hab ich irgendwie wenig Lust zu. Was sind du? Absturzstelle, hab ich mal gesagt. Ja, ich muss aber Blitzreise machen. Ich mache mal eine Blitzreise. Zu Miro? Was soll man denn jetzt machen? Den mal. Ausrüstung zerstören für den Ektranier-Herr. Das ist doch schon wieder dumm. Geringfügig. Eigentlich wären wir schon längst raus aus Bolivien. Echt eine miese Nummer. Wieso? Wir sind doch schon wieder hier. Ne, wir wurden beim Rausfliegen wurden wir aufgehalten. Nicht beim Reinfliegen. Aber es hieß, es geht wieder nach Bolivien. Von Bowmans. Es ist alles links von. Alles hinter mir. Achso, du willst landen. Option. Schön. Und wer auf den Putz? Klar, legt sie um. Ich wollte eigentlich hier so beschlanden. Ist fein gemacht.
Ne? Finde ich auch. Hier schon wieder sowas, da habe ich wieder Angst hier vor Unsichtbaren. Was soll das? Ich sehe eine montierte Waffe. Jo. Scharfschütze auf dem Silo. Ich hab noch einen Tango. Sehe einen dritten. Macht fünf Tango. Ach, eine ganze Gruppe, das ist schön. Wo würde ich dich gerne sprengen? 15 Tangos. Mach doch. Ach, das ist aus. Ja. Adios, Bitches. Das hat Spaß gemacht. Mit den Scharfschützen killen, der hat mich gekillt. Ich wollte gerade sagen, der killt mich gleich, aber hat er schon gemacht. Schwein. Obwohl ich mich kurz auf den scheiß Heli konzentriert habe, besser das ausgenutzt. Rutscht mich oder soll ich fahren? Ach so, ja, ich hab das gar nicht so gerafft. Oh. Macht nichts. Nach ihrem Einsatz bei der Mine ist jede Zusammenarbeit zwischen den Los Estranjeros undenkbar. Das erschwert es den Söldnern, mehr Soldaten zu rekrutieren. Und das war zur Arena reichen? Ja, warst du ja schon fertig hiermit? Ja, Scheiß. Ja. Komplett. Jetzt wieder hier Mano e Mano. Oh Mano. Oh, wir fallen. Ah, ja, in die Luft. Jetzt sind wir noch eine Fertigkeitenpunkt holen hier. Welcher war denn das? War das der in dieser dummen? Was? Ja, richtig, beschissen. Ich würde sagen, drop in und fight out. So viel ist das gar nichts mehr, weil dann nur missionsabhängig ist, was auf jeden Fall war. Das wäre witzig. Witzig. Und dann direkt da auf der hübschen Plattform. Alter. Ach, was machst du? Vielleicht sind wir in der Luft schon tot. Ich bin tot. Bist du jetzt gestorben, bevor du das Ding eingesammelt hast, ja? Natürlich! Alter. Wie kann man denn nur auf dem kurzen Weg so viel Munition einstecken? Ja, ich hab halt den ganzen Scheiß auf mich geleitet, der dich hat überleben lassen. Weißt du? Ja, 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 passt schon. Ja, ich bin schuld. Also hätte ich eh noch warten müssen, bis du das Scheißding eingesammelt hast. Hm. Auch ziemlich nervig. Ja, jetzt lädt's wieder eine Stunde. Los mit den Spielchen. Ich weiß, dass ihr... Dann markierst du nochmal. So. Ja. Mach ich.
soll denn das? Warum sucht der uns denn schon? Wüsste ich auch sehr gerne. Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch, ey, es riecht mich auf. Dachte ich, ich umschwimme mal die ganzen Penner. Ja, ich habe ja auch alles auf mich hier. Verdammte Scheiße! Okay. Naja, Funkausrüstung, ja, ich hab Funkausrüstung gefunden. Du kriegst was davon ab. Ja, ich hab Funkausrüstung bekommen. Wow, ich kriege endlich Explosivbolzen. Ja. So bin ich zu dir. Maximal 7. Super. Oh, du bist tot. Ja. Na doch. Ich werde dann auch mal drauf gehen. Ja, ich stehe direkt vor ihm und er wirft eine Granate auf mich. Cleveres Kerlchen. Ja, es ist einer von denen, der Baumschule selbst seinen Namen falsch getanzt hat. Störtrupp am Arsch. Oh ja, jetzt sehe ich auch mal, wie das aussieht, wenn das Radar nicht geht. Lustig. Nicht so sehr, aber geht. Ameisenkrieg. Krieg. Im Schneesturm. Nee, wo war's? Ihr seid härter als ich? Dann kämpft Mano a Mano, falls ihr Cojones habt. Mano a Mano. Die Spawnpunkte sind sehr krass für einen Arsch in diesem Add-on. Ich geh mal kurz auf Klo, bis gleich. Ja. So, jetzt will ich mal gucken, ob das hier jetzt langsam mal wieder funktioniert. Los mit den Spielchen! Ich weiß, dass ihr Kulos da draußen seid und dass ihr hört. Ihr glaubt, ihr seid härter als ich? Dann kämpft Mano a Mano, falls ihr Cojones habt. Verfickte Scheiße! Wird man dort an diesem Speicherpunkt immer und immer wieder getötet. Los mit den Spielchen! Ich weiß, dass ihr Kulos da draußen seid und dass ihr hört. Ihr glaubt, ihr seid härter als ich? Dann kämpft Mano a Mano, weil ihr Cojones habt. Wir sterben und sterben und sterben und sterben. Lol, Toprak jetzt gerade nicht.
So. Verfickte Scheiße! So, mich hat's dahin gerafft. Hab zwar ein paar getötet, aber nicht alle. Mich sehen sie gar nicht. Ich werde wiederbelebt. Wahnsinn. Oh ja. Ich hau ab. Hier ist ein Generator, sollen wir mal den Strom abstellen? Ja. Ich komm dann zu dir. Ich teleportiere mich dann zu dir. Oh, ich sag dir Bescheid, sobald ich. Falls ich. Jemals wieder Sicherheit. Bereiche erreiche. Hab ich gesagt. Ist ja jetzt auch, jetzt kommt auch die letzte Mission, gell? Ja. Ja. Boss-Bitch killen in der dummen Arena müssen wir jetzt gegen ihn antreten, wahrscheinlich, ne? Oh je. Yeah. Steht ein Unsichtbarer, wie gerne würde ich ihn jetzt mehr sammeln. Ja. Oh, ich wurde angegriffen. No. Vielleicht krieg ich mir einen anderen Spawnpunkt jetzt. Das würde ich sehr begrüßen. Notfalls, falls nicht, sofort auf den Boden legen. Ja, super, hat geklappt. Ja, 346k gestiegen, Alter, ja. Echt gestiegen? Wie das denn, Alter? Ja, ich hab ein Cavador, was 351 Bonus auf Dingenskirchen hat. Dingenskirchen, ja, das ist krass. Auf Ereignis. Oh, was ist denn hier auf mein Rad? Ich hab mich hingelegt. Ich liege. Warum schießt du denn auf Gegner? Warum denn nicht? Meint nicht, so. Soll ich einen Blumen kaufen oder was? Yep. Kann mich doch wegteleportieren. Das solange du nicht gesehen wirst, ja. Mach ich. Weg bin ich. Was, ne? Wenn diese blöde Markierung von B wegnehmen. Nö. Bin ich nicht. Ah, ich hab gesagt, kann ich blöde Markierung von B wegnehmen. Mach mal. Hab ich doch schon lange. Nein, hast du gar nicht. Dein Maul. Hab ich wohl. Maul. Maul. Let's go to the mall. Let's go to the mall today. So, kriege ich dich jetzt endlich voll aufgeladen hier. Komm, wie viel hast du? 922. Oh, Endlevel. Ja, komm, friss das Fest mal, friss. Typ. Was? Friss das Fest mal, friss. Na ja. Bevor es umkommt oder umfällt. Ich jetzt mal schnell durch die Liga, so weit wie ich komme. Ja, ich muss gerade noch Training machen.
933, eh nicht bis zum Ende. Ne, kommst nicht mal mit 1500 bis zum Ende. Also mit 1,5 M. Kohle habe ich schon wieder so viel. Muss mal wieder ein bisschen tunen. Musst du geben aus. Oh ja, 85k plus, weil Pikachu mit mir einen Taboga gekillt hat. Ausgezeichnet. Ja, darauf hätte ich dann das 350-fache gekriegt. 50% davon. Ich habe eine neue Musterung. Fett. Was denn? Heurot-Gold. Cool, endlich. Das ist doch eine von der ersten Stufe. Ah, ich habe vorhin... Nee, von der ersten Stufe ist das mit den Geräten. Das vorhin gekriegt. Da war ich auch sehr froh, dass ich das endlich hab. Weil ich ja gedacht hatte, dass ich die nicht mehr kriegen kann, weil ich die alte Anger nicht mehr hab. Oh, sieht sehr schick aus mit dem Gold. Ja. Muss man schon mal sagen. Aber das Coolste ist echt das mit den Gräten. Das könnte man gleich am Anfang kriegen. Was ist das? Eigentlich nicht. Das ist zu den normalen. Toboliga. Warte kurz. 922 hat genau dieselben. Ich glaube ich. Ja, mich feuert natürlich wieder nichts an. Echt, das ist so kacke. Steht das dumme Pikachu neben dran? Ist auch gebraucht, aber. Nee. Ja, ich hab gerade so noch gewonnen. Mit 0,1 Meter. Ja. Das habe ich vorhin auch. Ganz Kanapé. Baumfell. Kein Kratzer, der Baum. Shit. Muss ich jetzt echt noch das nächste Ding machen, wo ich es auf jeden Fall verliere? So schaut's aus. Ich könnte auch in den Hauptbildschirm gehen. Ich könnte die Karriere beenden machen. Na, fetzt aber nicht. Ey, da kackt dich der Bürgermeister immer so zu. Du bist schon deine Gründe. Naja, und vor allem kriegst du den Bonus nicht. Was der anderen Bonus Jammer. Nicht. Affenhoden hat verloren. Schon wieder ein Doppelkampf. Ja. Yeah. Affenhoden beendet seine Karriere mit einem hervorragenden. Upp, upp. Ist er verloren. Pseudo-Abspann, das muss man auf jeden Fall in späteren Updates muss hier kommen, dass man das überspringen kann. Das ist. Tja. Echt nicht geil. Wenn man vielleicht irgendwann mal das 3 oder 4 Tage geschehen. Für ein Coverdorf braucht, bis man es eben auf Endlevel hat, dann ja. Dann auch nicht. Generationswechsel. Du scheinst gemeinsam mit Affenhut und Erfahrung gewonnen zu haben. So, jetzt habe ich 500, wie viel? Oh, jetzt habe ich nicht geguckt. So, komm, eine Angel. Welche hatte ich denn jetzt zuletzt? Hm. 99, gut. Ich will nicht mal wieder am Level steigen, echt. Meine Viecher werden nicht stärker als... Dings. Ich habe tatsächlich einen Carpador mit der Angel gefangen. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Oh mein Gott. Kein Mauzi? Ereignis-KP plus 170. Nö, ich auch noch. Naja. Es ist mir zu wenig. Recht Ereignis-KP. Es gibt schon nicht jedes Ereignis KP-lastig. Eigentlich nur das, der Doppelkampf und diese blöde Frucht. Ja, oder sowas. Nee, wobei, es gibt ja auch noch die auch wieder, ja. Andere Sachen. Ja. Oh, wir springen den Kampf. Kaffee. Wie nenne ich dich denn jetzt? Futterfresse. Nee, Fresse. Bärentitt. Ja, warum nicht? Okay.
Okay, ey. Ja. Da jetzt brauche ich wieder 700k für den Pisser, ey. Ist nervig. So, und dann machen wir hier die Obermuschi platt in dem Gebiet und dann machst du es mit dem Stream. Ja, auch wenn es Großwerk kommt für heute, ja, würde ich auch sagen. Ja, wir haben noch keine Zeit. Das klingt zusammen. Und du hast schon gesagt, dass es dir zu wenig ist. Oh no, ich könnte auch noch 2 Stunden spielen, aber. Ja, bei dir ist es ja mit so einem Zug. Kann nicht sein. So, super. Blödes Carpador, echt. Okay, also ich. Anschnallen, Leute. Ich kann meine Kamera nicht ändern, das ist nett. Ah, es ist. Jetzt habe ich wieder. Ach, hier ist dann der Blanker her. Wir fahren da weiter. Zwei Autos. Die haben sich jetzt bestimmt ein bisschen erschrocken. Hallo. Ach, hier sind wir jetzt. Das war auch nicht so witzig damals. Hallo Leute, tschüss Leute. Ja, das war nicht so witzig, stimmt. Finde deinen Weg rein. Ortega und seine Leute brennen auf einen Kampf. Ja, ich brenne aber nicht sonderlich auf einen offenen Kampf. Es kommt ernsthaft noch von hinten. Ich bin mal verspannt. Ich hab keine Lust auf noch. Arena fetzt. Willkommen in der Arena! Hier scheiden wir die Schwachen von den Starken. Kämpft und siegt! Dann verdient ihr einen Platz bei meinen Soldaten. Scheitert und ihr seid wertlos für mich. Keine Regeln, nur Sieg oder Tod. Ich geh mal rein. Wer schießt denn hier? Seht euch den Scheiß an. Was für ein Psycho baut so eine Donnerkuppel mitten in den bekackten Dschungel? Ortega wird hart zuschlagen. Also Vorsicht. Donnerkuppel, das trifft. 5 Minuten, ihr seid doch gestört. Wohin da ist der auf einmal in Deckung gegangen? Keine Ahnung, wo hinter der Deckung ist. Oh, ein Felsen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Sie haben leben lassen? Hallo, ne? Ja, auf einmal Bild fetzt hier.
glaube, wir sind für die Scheiße einfach schon wieder viel zu gut. Ja, ich sag doch nicht so laut. Ja, ja. Hallo, ich muss gerade nachladen. Ich wusste nicht, dass da zwei sind. Leute. Das ist jetzt aber ein bisschen nah gespawnt, gell? Zivilist dabei. Machen wir es so spannend. Das sehen wir. Ich sterbe. Auf damit. Explosive Fässer, da gehe ich lieber nicht so nah ran. Dann sind bei mir noch ein paar nicht aufgedeckte. Aber es dürfte einer sein. Jetzt spawnen hinter mir noch zwei. Ah, ja, ganz viele. Hier ist einer links, einer rechts und ganz rechts von mir sind es nochmal zwei. Ist das schon wieder eine Typ, auf den ich schieße, ist schon wieder in Deckung. Was rechnet schon wieder einen Toten auf? Kommt was von rechts? Was fahr ich denn? Ich werde den gekillt. Ah, es ist noch ein Rebell da. Mann, der ist übelst Amok, Alter. Ich glaube, das ist Chuck Norris. So, ich belebe mich gerade wieder. Ah, cool. Gucken wo? 13,5 Kilometer weg? Nee. Hinter mir schon wieder. Ja, Leute. Ja. Ja, noch nicht mal richtig gespawnt und schießt schon auf mich. Klar. Aber Bitches killen. Aber das war nur das Warm-up. Zeit für das Hauptspektakel. Als nächstes ihr gegen einen echten Killer kämpft. Oh, es sind gepanzerte, aber richtig. Diese Köpfe, ey. Hier ist eine Jammer-Einheit irgendwo. Ich hab den Boss, den Ober. Ich bin tot und hier ist irgendwo eine Jammer-Einheit. Ich sehe nichts mehr. Ah ja, ist auch nicht viel. Der da? Noch einer. Hier ist noch einer. Der da? Zwischen denen und uns sind aber auch noch, ist auch noch jemand.
Dessen bin ich mir bewusst. Da übersteht einfach Explosivpfeile ohne Ende. Fotze! Echt, ich hätte die Schnauze voll übergestrichen. Stück Scheiße, das Hässliche. Östlicher Bezirk, geklärt. Jetzt haben wir dieses andere, das letzte SMG, was es in der Erweiterung gibt. Ja, war da ein Sturmgewehr? Ja, das ist, sieht aus wie eins, ist aber glaube ich ein SMG. Ja, das ist aber auch ein LMG und kein SMG. Achso. Aber passt. Hier war ein Sturmgewehr. Das R4. Das ist aber komisch. Hier ist nichts sonst. Fertig, kein Punkt, kein Nix, kein Orden, kein Scheiß. Was machst du da für Geschichten? Ich guck gerade hier wieder nach Gedöns. Also gebastelt an der Wand. Gedöns. Was kämpft? Was soll denn das? Hier kämpft keiner mehr. Ja doch, wir kämpfen noch. Ne, das ist tot außer uns. Gejagt. Gleich hört's auf. Hier ist noch was, hier ist noch was. Was ist denn da? Das ist einer mit Maschinenpistolen. Das ist der Affe, der uns noch jagt, quasi. Ach Quatsch. Ein harter Kerl weniger. Es hätte für ihn nicht anders enden können. Den wären wir los. Ohne Ortega können die Leute in der Region endlich auf. Ach, da unten, Infopunkt. Ich weiß nicht, was das ist. Infopunkt. Für Zeug. Wollen wir das noch sammeln? Den Infopunkt? Oder was? Oder das Zeug generell? So, sowohl als auch. Sowohl als auch ist vielleicht. Ah, das Spiel kann es auch nicht mehr sein, oder? Zwei Waffenteile vielleicht? Drei Orden? Fünf Fertigkeitenpunkte, die irgendwo in irgendwelchen Lagern ist. Echt? Noch so viele? Ach, leck mich doch. Also ich möchte jetzt keine fünf Fertigkeitenpunkte mehr aus irgendwelchen Tags und Mittagbasen sammeln. Ne, das ist okay. Viele will ich auch nicht machen. Also Infopunkt und so einen Überblick verschaffen. Ist denn das Wetter hier konsequent so scheiße? Wüsste ich auch gern. Aber durchweg. Scheiß Wetter. Durch die Bank, durch. Mhm. Überall stehen Hubschrauber rum, aber bloß nicht hier. Liebe und Ende.
Über gerade Fläche nur hier sind. Ich bin schon über den Baumstümpfen gelandet. Das gebrandrodelte Wäldchen. Gut, beim Monster Trucker wäre das nervig, hier lang zu fahren, aber so geht's. Warum krieg ich denn keinen? Ich find's nicht blöd. Weil es kein Ort ist, vielleicht. Was will es denn? Gesundheit. Ja, da kann man den Sascha über der Reling reihen sehen. Nicht? Och. Ich war gerade außerhalb des Missionsbereichs, das hat mich gerade sehr genervt. Des Operationsbereichs, Entschuldigung. Naja, ich weiß. Ich wollte trotzdem richtiges Zeug erzählen. Und nirgendwo wieder. Das ist so behindert. Wieder ein Jägerfahrzeug bestellt. Das hat auch Cooldown. Ist nicht da. Tüttüm. Ich laufe zu Fuß gerade. Schon seit diversen 100 Metern. Ich glaube, unsere Infoquelle stirbt gleich an Altersschwäche. Ja. Das kann's haben. Übelste Berge hier. Was stimmt denn nicht mit euch, ihr Penner, ey? Hier ist total nichts. Tote Hose Deluxe. Also wenn es hier nicht... Wenn das hier kein geheimer Ort ist, dann weiß ich auch nicht. Der chillt hier einfach. Und die... Einfach von Superposition. Neue Fertigkeiten. Oh, Gott sei Dank. Extra ein Herdos PDA. Extra ein Was ist das? PDR. Oh, das ist natürlich schön. Gell? Schön war auch, dass wir da gerade eben waren. Sehr spaßig. Hat eben Muddy Bones. Santa Murder Modifikation von Matti. Schick, schick, schick. Muddy Bones. Das sieht dann einfach nur ein bisschen anders aus, das hatten wir schon. Ja, dreckig aus, schlammig. Ja, vielleicht auch drauf. Knochen drauf, ja. Das schöne Ende meines Streams. Wir sehen leicht über Bolivien und freuen uns auf den morgigen Stream. Morgigen Tag. Sammeln wir hier die Scheiße ein und fangen das zweite Gebiet an. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten. Und tschüss, ne? Und Schuss.